AAPDACH Dach. Zugang ist Menschenrecht. Zwei Linien bilden ein Dach. Alles unter einem Dach. Die Schweizer Flagge in Form der Schweiz. Grüezi, Salü, Hoi. Die deutsche Flagge in der Form von Deutschland. Hallo, Grüß Gott, guten Tag. Die österreichische Flagge in der Form von Österreich. Grüß Gott, Servus, Hallo. Die Umrisse der drei Länder befinden sich unter dem Dach. Vereinte Kräfte aus. Wirtschaft, Wissenschaft, Verbände, Interessengruppen und öffentlichen Stellen. Was uns vereint. Digitale Barrierefreiheit. Mobile Apps, Zertifizierung, Software, Web, Dokumente, Testen, Training, Beraten und Umsetzen. IAAPDACH Dach. Hashtag alles unter einem Dach. Digitale Barrierefreiheit auf Deutsch. Weitere Informationen unter www.iaap-bach.org. Das Video wurde mit freundlicher Unterstützung der Hochschule der Medien erstellt. Design Laura Eppi. Sprecher Kira Frankenfeld. Hashtag Dach. So, herzlich willkommen zum heutigen Thema. Hallo, Servus, Grüezi, alles unter einem Dach. Eine Woche, 10 Veranstaltungen haben wir uns vorgenommen. Wir haben mehr als 15 Sprecher für diese ganze Woche auch ranholen können. Und wir freuen uns natürlich ganz besonders auf euch. Der aktuelle Stand sind sogar fast 400 angemeldete Teilnehmer. Das freut uns ungemein, dass ihr alle mit dabei seid. Einen Hinweis habe ich vielleicht auch in Anlehnung an andere Organisationen und auch zur erleichterten Kommunikation untereinander, haben wir uns entschlossen dazu, ein professionelles Du zu sprechen. Das heißt, wir nennen uns innerhalb der IAAP Dach, sozusagen beim Vornamen. Und auch, was mich besonders freut, möchte ich ankündigen, dass wir heute eine Schriftdolmetschung haben, genauso wie gestern, die von Delph Interpret kommt. Und der Link, den findet ihr bereits im Chat, ganz oben, gleich als ersten Eintrag. Dort also bitte direkt in die Schriftdolmetschung einsteigen. Dort haben wir zwei ganz engagierte junge Frauen, die hier für uns die Arbeit machen und im Hintergrund live dolmetschen in Text. Vielen Dank dafür. Und ich möchte so einen kurzen Überblick geben, was denn in dieser Woche noch alles ansteht, nachdem wir gestern uns mit den Monitoringstellen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz unterhalten haben, soll es heute gehen um Zertifizierungen der IAAP Dach. Und auch einen kurzen Ausblick noch, was in der Woche sonst so noch kommt. Am Mittwoch soll es um das Berufsbild des Digital Accessibility Professional gehen. Vielleicht finden wir auch noch einen sehr guten deutschen Begriff dafür, denn in der IAAP Dach wollen wir ja Deutsch sprechen. Aber hier eben auch mal den Ausblick digitale Barrierefreiheit aus Sicht eines Testers inklusive eines Workshops. Was macht eigentlich ein Experte der Barrierefreiheit? Oder was sollte er tun können? Diese Frage wollen wir mit euch gemeinsam am Mittwoch beantworten. Der Donnerstag bringt uns einen Ausblick in die Zukunft der digitalen Barrierefreiheit, speziell wenn es um das Thema künstliche Intelligenz geht. Aber auch einen Ausblick in dieses Jahr, was erwartet uns an wichtigen Events. Dann am Freitag ein eher praxisorientierter Tag, PDF Barrierefreiheit meistern, mal so eins der vielen technologiespezifischen Themen herausgegriffen. Diesmal oder in dieser Woche soll es eben um PDF gehen am Freitag. Und hier haben wir zum einen eher einen strategischen Beitrag, wie man PDF Barrierefreiheit in der Organisation umsetzen kann und ein sehr, sehr praktisches Tutorial, wie in Adobe InDesign
PDF-Dokumente effizient umgesetzt werden können. Also falls ihr jetzt gemerkt habt oder sind noch mehr Themen dabei, die mich interessieren könnten oder vielleicht noch den einen oder anderen Kollegen oder Freund, dann gerne einfach nochmal auf die Veranstaltung auch aufmerksam machen. Soweit zum Rück- und auch Ausblick, und ich möchte in das heutige Thema vielleicht ein bisschen einführen. Heute soll es gehen, wie gesagt, um Zertifizierungen der IAAP. Was gibt es da eigentlich schon? Und ich freue mich, dass Gottfried das für uns so vorbereitet hat, dass er sagen kann, ich kann euch einen super Überblick geben über das Zertifikat Kernkompetenzen in Barrierefreiheit im ersten Slot. Und dazu hat er sich Unterstützung geholt von jemandem, der schon zertifizierter Experte ist, nämlich von Beatrice González-Melides, die zertifizierte Expertin im CPEC, so nennt sich das die englische Abkürzung, also in den Certified Professional in Accessibility Core Competencies ist. Und im zweiten Teil heute soll es um das Zertifikat Spezialkompetenzen in Webbarrierefreiheit gehen. Und hier hat Gottfried eingeladen zur weiteren Unterstützung Joshi Kufal, der bereits Web Accessibility Specialist ist und hier auch berichten kann, was da ganz besonders für ihn sozusagen hier wichtig war bei dieser Zertifizierung. Ja, sehr viel mehr möchte ich gar nicht an den Anfang stellen, außer den Hinweis, dass wir 15:55 Uhr, ganz viele Fünfen, um 15:55 Uhr 5 Minuten Biopause einsetzen oder einrichten wollen, damit wir alle uns einen frischen Kaffee holen können. Und 16 Uhr würden wir dann in das Thema 2 sagen, einsteigen. Also 2 Stunden gefüllt mit, ich glaube, sehr wichtigen und schönen Informationen. Und Gottfried, jetzt darfst du dir gerne den Ball holen hier im WebEx und selbst deine Moderation teilen. Ja, super. Vielen Dank, Annemarie. Es ist toll zu sehen, wie viele Leute hier dabei sind. Ich grüße euch alle ganz herzlich. Ich habe ungefähr vor gut 30 Jahren angefangen, in dem Feld zu arbeiten, digitale Barrierefreiheit, und damals war es noch so ein Thema von Hobbyisten, so ein bisschen, ja. Und man sieht, wie das wirklich gewachsen ist, sowohl an Reife bekommen hat, das ganze Thema technologisch, als auch viel mehr Momentum bekommen hat, bis hinein in die großen Firmen, die hier wirklich aktiv sind. Wir werden gleich auch von Bea hören, die in einer solchen großen Firma auch arbeitet. Ich selbst arbeite in einer Hochschule, der Hochschule der Medien in Stuttgart, bin dort fachlicher Leiter des Kompetenzzentrums für digitale Barrierefreiheit. Das gibt es ungefähr seit einem Jahr. Wir machen eben Dienstleistungen, Beratung, Prüfung, auch Webseiten und mobile Apps hinsichtlich Barrierefreiheit. Und ich habe schon viel in dem Bereich gearbeitet, auch in Forschung, europäischen, deutschen Projekten. Und in mir ist eigentlich immer mehr der Wunsch aufgekommen, dass ich nicht nur jetzt irgendwelche Paper drüber schreibe über das Thema, wie das ja unter Wissenschaftlern gern so üblich ist, sondern ich habe dann einfach gesehen, wie das alles wächst und wie die Technologie uns tatsächlich hier helfen kann, wenn wir es denn umsetzen und wenn wir als Menschen uns da auch da reinknien und motiviert sind und das dann eben für alle was bringt. Natürlich in erster Linie für Menschen mit Behinderungen, aber darüber hinaus für ganz viele weitere, für uns selber, und wir werden auch alle mal alt. Und habe mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, in meinen letzten so 10 Jahren Berufstätigkeit jetzt, so ganz grob, möchte ich wirklich was verändern. Zwar unter den Hochschulen, aber auch unter anderen Organisationen. Deswegen bin ich so froh, dass IAAP DACH gegründet wurde. Habe auch selber darauf hingearbeitet, weil ich glaube, hier haben wir wirklich jetzt das Dach, das wir brauchen, die Kräfte zu bündeln und gemeinsam Dinge zu bewegen in unseren Organisationen und immer mit den Menschen im Blick natürlich. Das ist das Tolle und Spannende an dieser Arbeit. Ich grüße die Bea González Melides, der lange Name, ja. Bea, ich kenne dich als jemand, die ganz engagiert ist für dieses Thema digitale Barrierefreiheit. Du hast schon mit 16 spanische Gebärdensprache lernen wollen.
hast dann damals schon, gut, so alt bist du noch nicht, aber vor einigen Jahren eben ein Diplom gemacht als Aufbaustudium, und zwar über das Thema Barrierefreiheit und Usability. Das war also immer so ein bisschen auch dein Bereich, das miteinander zu bringen als Designerin und Entwicklerin. User Experience gearbeitet und zurzeit bist du bei Simmerschrader Deutschland. Das ist eine Accenture Interactive Company und zwar als Principal Product Designer. Ja, jetzt kommen so viele deutsch-englische Worte hier. Also du bist im Prinzip Designerin und du leitest dort die Accessibility Skill Group, also die Gruppe, die sich, glaube ich, so ein bisschen diese Champions sind in der Barrierefreiheit. Vielleicht kannst du da gleich noch was dazu sagen. Du bist aber auch sonst sehr gut vernetzt in der German UPA, also Usability Professionals Association, dieser deutsche Niederlassung, leitest du den Barrierefreiheits-AK und bei Accenture hast du auch diese Digital Accessibility Initiative ins Leben gerufen. Und es ist schon unglaublich, dass die in kurzer Zeit über 200 Mitglieder in 10 Ländern vernetzt hat. Also super, dass du dabei bist. Und du schreibst und sprichst immer mal wieder auch über Accessibility. Und wenn ich das so sehe und überlege, was du alles gemacht hast, da steckt eine Menge Power dahinter. Woher kommt, woher nimmst du deine Motivation, wie kam deine Leidenschaft hier in dem Bereich zustande? Also, hallo. Ich heiße Wer und bei mir war immer sehr selbstverständlich die Barrierefreiheit. Also bei mir, es war normal, keinen Mensch hinter sich zu lassen. Ich hatte immer die Bedürfnisse zu kommunizieren und das mit der Gebärdensprache fand ich richtig cool. Also cool. Und es war so eine Geheimsprache zu können. Ich habe in Spanien auch Accessibility und Usability in der Uni gelernt. Genau in dieser Reihenfolge. Also für mich gibt es keine Usability ohne Zugang. Und ich glaube, man kann kein richtiger guter Designer oder Entwickler oder Projektmanager sein, wenn man einen Teil der Publikum vergisst oder noch schlimmer mit Absicht ignoriert. Ja, wir werden noch einiges hören von Bea. Sie hat selber das durchgemacht, was ich heute euch vorstellen möchte, nämlich den CPAC, dieses Zertifikat und auch übrigens das zweite Zertifikat, das dann im zweiten Teil kommt. Aber bevor wir hier einsteigen, ich habe jetzt einfach ein paar Folien mitgebracht und ich hoffe, ihr haltet durch, weil das tatsächlich manchmal eine etwas trockene Materie ist und erst in der Anwendung dann so richtig spannend und toll wird. Aber da muss man halt durch und wir sehen es an der Bea, wir sehen es auch nachher und beim Yoshi, dass man da durchkommen kann und richtig davon profitieren kann. Es gibt beim IAAP Global, also diesem Weltverband, der in den USA zu Hause ist, gibt es mittlerweile 3, fast schon 4 Zertifikate. Und 2 davon haben wir ins Deutsche übersetzt. Das war ein relativ großer Aufwand auch. Es ist sicher nicht perfekt, aber diese Dokumente werden immer jedes Jahr erneuert, sodass wir da auch immer wieder Aufwand haben, das weiter up to date zu halten. Wir wollen bewusst uns in der deutschsprachigen Fassung, die wir jetzt haben, wirklich auch halten und synchronisieren mit der englischsprachigen Originalfassung. Und gleichzeitig haben wir aber noch einen Zusatz gemacht. Das werden wir gleich auch sehen. Im Englischen heißen diese Syllabi Body of Knowledge. Also was muss ich wissen, dass ich durch die Prüfung komme im Prinzip. Dann dieser CPAC, den ich anfangs hatte, also diese Kernkompetenz in Barrierefreiheit, abgekürzt CPACC. Der ist so mehr oder weniger das Einsteigerzertifikat. Sollte man aber nicht verwechseln mit leicht zu machen oder so. Also es ist schon auch knackig. Aber es ist eigentlich das Zertifikat, man könnte auch sagen Grundlagen, das alle brauchen, die in diesem Bereich arbeiten, sei es nun im Web oder nachher mit mobilen Apps oder auch in der baulichen Barrierefreiheit, was auch hier ein Stück weit mit abgedeckt ist. Und dieser, wir übersetzen jetzt Body of Knowledge mit Syllabus. Dieser Syllabus enthält jetzt die Lernziele, also das, was ihr kennen, also lernen
und Anwenden und sonstige Fähigkeiten, was ihr da drauf haben sollt, um euch eben dann auch fit zu machen für die Prüfung. Es handelt sich um eine strukturierte Liste von Themen und Ressourcen. Gerade bei diesem CPAC, über den ich jetzt rede, der ist sehr lang. Der hat jetzt 128 Seiten in der deutschen Fassung. Und es beschäftigt einen schon ganz schön, wenn man den durchgeht, weil es auch sehr viele Links darin gibt, die man dann im Internet nachforschen kann, zu den Themen was lesen kann. Es wird empfohlen, dass man das so schon circa 8 Wochen lang jede Woche 5 bis 10 Stunden damit verbringt. Das ist die offizielle Empfehlung, weil von der BH können wir nachher noch hören, wie lange sie gebraucht hat. Aber man darf es nicht unterschätzen. Aber es wird auch viel erwähnt, neben diesen Themen, neben dieser Übersicht wird eben schon auch noch klar Ressourcen mit angegeben, die man verwenden kann, um es zu lernen. Und es ist einfach die eine wichtige Vorbereitung zur Prüfung. Man kann natürlich auch Kurse und anderes belegen, das ist eigentlich auch zu empfehlen, aber man kommt nicht um diesen Syllabus herum. Okay, genau. Ich zeige nachher noch ein paar Beispiele. Jetzt gebe ich mal einen kleinen Überblick über diese Teile dieses Syllabus. Der erste Teil, da geht es um Behinderungen, Herausforderungen und assistive Technologien. Das gehört eigentlich alles so ein bisschen zusammen. Also man redet hier über verschiedene Gruppen von Behinderungen. Man braucht es einfach als Verständnis, wenn wir dann auch zu den Technologien gehen und zu den assistiven Technologien und Adaptionsstrategien, dann muss man einfach auch wissen, warum ist das für Menschen wichtig, und dann muss man auch im Hintergrund haben, für welche Menschen, mit welchen Behinderungen ist das jetzt besonders wichtig. Da geht es also, ich gebe nachher noch ein Beispiel, geht es wirklich zum Teil auch um medizinische Begriffe, zum Beispiel auch Krankheiten bzw. Einschränkungen medizinischer Art, die man beim Sehen haben kann oder beim Hören, bei Bewegungen und so weiter, auch kognitiver Art. Und was es eben dann auch an, was das für Barrieren bedeutet für diese Menschen in der physikalischen Welt, aber auch in der digitalen Welt. Das wird hier Herausforderungen genannt oder Challenges auf Englisch. Und auch die Technologien, die helfen, das zu überwinden. Zum Beispiel ein Screenreader oder eine Schaltersteuerung, um Eingabe zu machen mit nur einem Schalter, solche Dinge. Der Teil 2, der geht jetzt, hebt das Ganze auf eine eher konzeptionelle Ebene. Es geht hier um dieses Spannungsfeld, Barrierefreiheit, Universal Design, auch User Experience. Wie unterscheidet sich das? Wo läuft es zusammen? Und Teil 3, da geht es dann eher so um Dinge, die man richtig lernen muss, Normen, Gesetze, in welchem Land gelten welche Gesetze und auch, wie kann ich Barrierefreiheit in einer Organisation verankern. Das wird dann Managementstrategien genannt. Und dann haben wir jetzt als deutschsprachige Niederlassung in unserer Übersetzung noch einen Annex angehängt, den gibt es im Englischen nicht. Und da nennt sich IAAP DACH-Zusätze. Und da haben wir einfach unsere speziellen Gesetzgebungen der 3 Länder, Deutschland, Schweiz und Österreich, noch mit hinzugefügt, weil wir das für wichtig halten, dass das, wenn wir eine deutsche Prüfung machen für den CPAC, was geplant ist gegen Ende des Jahres, dass dann eben auch unsere Gegebenheiten hier in diesen 3 Ländern noch besonders berücksichtigt werden. Bea, jetzt habe ich eine Frage an dich, wie... Du hast jetzt zumindest die ersten 3 Teile in deiner Prüfung gemacht. Wann war denn deine Prüfung? Kannst du das kurz sagen? So, für mich wahrscheinlich die schwierigste Teil waren die Normen. Also bei mir, Daten und Akronyme sind eigentlich meine Schwachstelle. Ah, okay. Ich musste mich auch ein bisschen schlau machen, was UDL ist. Es kommt jetzt gerade da nicht. Aber in dem Teil 2 würde ich sagen, das kommt auch Universal Design for Learning. Und das habe ich in meiner Karriere nicht gebraucht. Deswegen wusste ich nicht, was das war. Und die Akronyme, wie gesagt, sind nicht meine Stärke. Mhm. Und da musste ich auch lernen, was für Prinzipien dort bei Universal Design for Learning gibt. Also universelles Design für Lernen. Mhm. Ja, das kommt dann genau da noch, ja, Teil 2. Wie lange liegt deine Prüfung zurück?
Wann war das? Ich habe das in August gemacht, letztes Jahr. Na, okay, ja, super. Ich zeige hier gerade mal ein Beispiel für euch alle, wie jetzt dieser Syllabus aufgebaut ist. Im Deutschen kann man runterladen auf der iaap-dach.org Website. Und man sieht hier diese drei Teile. Also zunächst mal gibt es einen Zweck des Dokuments, Informationsmaterialien, also ein paar Vorworte und dann ein paar Worte zur Zertifizierung. Das brauchen wir jetzt nicht näher anschauen. Und dann gibt es eben diesen ersten Teil. Das ist hier Kapitel 4, Behinderungen, Herausforderungen und assistive Technologien mit 5 Teilen. Da sage ich gleich noch was dazu. Dann Teil 5 ist das, oder Kapitel 5 ist das, was ich als Teil 2 gesagt habe, Barrierefreiheit und universelles Design. Und dann haben wir Kapitel 6, Normen, Gesetze und Managementstrategien. Das ist dieser Teil 3, in dem Bea die meisten Schwierigkeiten hatte. Aber sie hat es geschafft und ich glaube, es kann jeder schaffen, der sich da reinarbeitet. Und dann haben wir den Annex noch IAAP-Dach-Zusätze als Kapitel 7 angehängt. Jetzt schauen wir uns das mal ein bisschen näher noch an. Ich hoffe, es sind hier ganz viele Interessierte, die jetzt schauen, was muss ich denn alles lernen hier, um CPAC zu machen. Es gibt da noch eine Einteilung von IAAP Global, wie viel Prozent der Prüfung für jeden Teil praktisch vereinnahmt wird. Und es ist so, Teil 1 und Teil 2 haben jeweils 40% und Teil 3 20% der Fragen. Und dann machen wir noch irgendwas drauf für unsere Zusätze, vielleicht 10%, dann sind wir bei 110%. Das müssen wir noch irgendwie lösen mit dieser Sache. Wir haben einen AK-Prüfungen, Arbeitskreis-Prüfungen, aber der ist jetzt bis hierher beschäftigt gewesen mit den Übersetzungen. Wir haben da noch ein bisschen Arbeit vor uns, aber möchte auch gleich ermutigen, wer da mitarbeiten möchte, wenn man IAAP-Mitglied ist, dann kann man überall bei uns in den Arbeitskreisen mitmachen. Und da sind wir auch über Hilfe sehr froh, noch, weil wir haben noch einiges vor. Da sage ich noch was dazu. Ja, Teil 1, ich möchte euch ein bisschen ein Beispiel geben, damit ihr euch vorstellen könnt, wie man da wirklich 8-10 Wochen dran lernen kann und sowas, weil das sieht zuerst mal alles so ganz einfach aus. Zuerst mal geht es um die theoretischen Modelle der Behinderung. Da gibt es das medizinische Modell, die Krankheiten und so, wie Behinderungen entstanden sind. Ja, nickt schon, erinnerst dich. Und dann das soziale Modell. Das eigentlich das ist, worauf wir jetzt eigentlich drauf aufsetzen, auch nach der UN-Behindertenrechtskonvention, dass eben eine Behinderung nicht eigentlich primär durch eine körperliche Einschränkung oder so besteht, sondern durch ein Zusammenspiel aus irgendeiner Nichtverfügbarkeit einer Fähigkeit und der Aufgabe, die man machen möchte und der Umgebung und den Werkzeugen, die man dazu hat. Kann man auch schön in der Behindertenrechtskonvention nachlesen. Und die Kategorien von Behinderungen, und da gibt es ja auch immer so ein bisschen unterschiedliche Einteilungen. Hier im CPAC gibt es die Sehbehinderungen, da gehören natürlich Blinde, Sehbehinderte und Farbseh-Eingeschränkte dazu. Man sollte ja nicht Farbenblinde sagen, weil das ist nur ein ganz kleiner Teil der Menschen, die wirklich gar keine Farben sehen. Hörbehinderungen, Taubblindheit, übrigens das einzige deutsche Wort, wo das Wort taub noch gebraucht werden darf. Sonst sagen wir Gehörlose bei den Hörbehinderungen. Dann Sprachstörungen, also vor allem auch Sprechstörungen, aber auch Sprachstörungen, die vom Gehirn aus verursacht sind. Mobilitäts-, Beweglichkeits- und körperliche Behinderungen in einer Gruppe hier. Das ist natürlich dann eher so, spricht eher so die bauliche Barrierefreiheit an. Kognitive Behinderungen, eine ganz große Gruppe, ein Teil davon sind Lernbehinderungen wie Dyslexie, ein anderer Teil natürlich auch intellektuelle Einschränkungen. Dann Anfallsleiden, das hört sich ein bisschen schwierig an hier, es ist einfach diese photosensitive Epilepsie, die für uns im digitalen Bereich eine Rolle spielt. Und dann aber auch psychische, psychiatrische Behinderungen. Und natürlich Mehrfachbehinderungen. Das ist so die Einteilung jetzt im CPAC. Wir kennen eine ähnliche, aber ein bisschen andere Einteilung aus dem europäischen Standard EN301549. Aber man kann das relativ gut dann miteinander verbinden, wenn man das eine kennt und einfach auch die Hintergründe kennt. Und
Ich möchte mal als Beispiel sagen, ja, jetzt kommt noch dazu assistive Technologien und Adaptionsstrategien, welche technischen Hilfsmittel gibt es jeweils für diese Gruppen von Menschen mit Behinderungen und wie können die sich auch anpassen durch Adaptionsstrategien, wie passen die sich selber an, zum Beispiel, dass jetzt ein blinder Mensch einen Langstock nimmt, um in der Umgebung zurechtzukommen. Das wäre so eine Adaptionsstrategie. Und dass man dann Rillen in den Boden reinmacht, um zu leiten. Ich habe jetzt mal ein Beispiel herausgegriffen, dass ihr so ein bisschen seht, das geht dann schon auch weiter ins Detail, was ich natürlich auch den Folien jetzt nicht so wiedergebe. Zum Beispiel für Menschen mit Behinderungen gibt es die folgenden Barrieren. Menschen, die leise sprechen oder in großen Räumen ohne Verstärkung, wenn keine Gebärdensprachdolmetschung gibt, wenn Umgebungen sind, die laut sind oder Umgebungsgeräusche aufweisen, Websites oder andere Technologien, die eine Stimme zur Interaktion oder Zuhören zum Verstehen erfordern, wenn Videos und Filme gezeigt werden, aber das Audio ohne Untertitel oder Transkript präsentiert wird, bei Media Playern, die keine Untertitel oder eben die Lautstärkeregelungen nicht anbieten. An assistiven Technologien gibt es dann entsprechend Videokonferenzen für Gebärdensprache, Gebärdensprachdolmetschung, das Fernschreiben oder Texttelefon, Untertitel, Transkripte für Videos, Audioeinstellungen, sowas Einfaches wie, dass man Lautstärke verändern kann, wenn man eben schwerhörig ist, oder dass man eben auch Frequenzen verändern kann für Bereiche, die man nicht mehr gut hört, Frequenzbereiche. Haptische Alarme, zum Beispiel, dass man sich, wenn man gehörlos ist, einen Wecker unter das Kissen legt, der dann vibriert. Visuelle Beschriftungen oder Benachrichtigungen, wenn Alarme ertönen, also zum Beispiel irgendein Gebäuden, dann diese Feueralarme, die dann blinken immer. Hörgeräte und auch Cochlea-Implantate oder sowas wie Voice Carry-Over, dass man eben ein Telefon oder eine Verbindung hat, selber redet als gehörloser Mensch, wenn man das kann, aber dann von dem anderen Sprechenden eine Gebärdensprachübersetzung bekommt oder auch das Ganze lesen kann als Schriftdolmetschung. Oder auch sowas wie individuelle Hörsysteme, Assistive Listening genannt, FM-Systeme, Infrarotübertragungen, induktive Höranlagen für öffentliche Gebäude. Ja, also ihr seht schon, da geht es dann auch ins Detail und das sind alles Dinge, da müsst ihr dann Bescheid wissen, zumindest vom Namen her. Es kann sein, dass dann so eine Frage da kommt darüber, was ist das? Und dann gibt es 4 Antwortmöglichkeiten und dann muss man die richtige treffen. Also man muss einfach einen guten Überblick haben über das Ganze. Und dann gibt es auch nochmal das Thema für zentral auditive Verarbeitungsstörungen. Gehe ich jetzt nicht mehr weiter rein. Und diese ganzen Materialien von der WHO, von American Speech Language Hearing Association, von WebAIM, Großbritannien, Hearing Australia oder Understood, ist eine US-amerikanische Behindertenorganisation. Und diese Informationsmaterialien sind alle auf Englisch im Moment. Wir werden vielleicht im Laufe der Jahre dann dazu kommen, auch immer mehr Deutsches anzubieten, aber im Moment ist es halt Englisch, wenn man jetzt nur diesen Syllabus zur Hilfe nimmt, um zu lernen. Aber ich werde nachher zeigen, es gibt auch schon auch allmählich Kurse, wo man zumindest teilweise in Deutsch auch sich das aneignen kann. Und dann gehört noch sowas dazu wie Demografie, wie viele Menschen mit Behinderungen gibt es bei uns, Deutschland, Europa, weltweit und statistische Dinge. Und es gehört auch die Etikette dazu. Auch das ist ein Abschnitt hier in dem Syllabus. Wie gehe ich mit Menschen mit Behinderungen um? Typisches Beispiel, ihr kennt das, glaube ich, vom Fernsehen. Ja, eine ältere Frau, die dann, jemand will hilfsbereit sein und zerrt die dann über die Straße rüber, weil er meint, sie bräuchte Hilfe oder sei blind und die Frau verpasst dann dadurch ihren Bus. Immer besser fragen zuerst und kommunizieren, das ist auch so eine wichtige Botschaft. Bei den anderen Teilen gehe ich jetzt ein bisschen schneller drüber. Das habe ich vergessen zu sagen, wenn es Fragen gibt, schreibt die doch bitte in den Chat rein. Die Annemarie wacht da drüber und unterbricht mich dann in meinem Redefluss. Und ich lasse mich dann auch gerne unterbrechen.
Also es gibt schon eine Frage, Gottfried, wenn du gerade Luft schnappst, da ist es gerade gut, eine Frage reinzubringen, und zwar, die betrifft jetzt eher die Prüfung. Aber dann haben wir schon mal, ich finde es eine spannende Frage, wie ist die selber denn aufgebaut? Sind das Multiple-Choice-Fragen, genau, die man dann da ablegen muss? Ja, also es sind 100 Fragen, es ist eine elektronische Klausur, 100 Fragen, und für jede hat man 4 Antwortmöglichkeiten und eine gute Minute, eine Minute Zeit. Also man hat 2 Stunden für die 100 Fragen. Und im Englischen kann es schon mal auch knackig sein, weil man doch schon auch grammatikalisch, also das ist ja oft so bei diesen Multiple Choice, dass man auf eine falsche Fährte geführt wird. Also es ist alles richtig bis auf ein Wort in der Antwort oder irgend sowas. Ja, Bea, wie ist denn dir bei der Prüfung gegangen? Fandest du es schwer oder einfach bei CPAC? Also das mit der Multiple Choice, der Probleme, die ich hatte, war mit dem Teil der Behinderungen und Beeinträchtigungen. Weil das ist alles auf Englisch, und dann manchmal dachte ich, ja, aber es konnte mehr als eine sein. Es kann quasi ein Mensch, die A, B und C hätte, oder das auf mich ein bisschen manchmal so, boah, ich musste das 3-mal lesen. Und dann aber kann generell, werden, ja. Ja, aber generell war ganz einfach, also lesen, klicken. Ich habe einfach nur markiert. Die Fragen, wo ich nicht 100% sicher war, habe ich markiert, und am Ende kann man alle durchgehen. So, ich habe einfach nur eine ganze Runde schnell gemacht. Und dann, ich glaube, ich habe 2 oder 3 Runden, ich glaube sogar 4 gemacht, und ich hatte übrig Zeit am Ende. Ach super, ich nicht. Gut, Glückwunsch. Ja. Hat sich vielleicht geändert auch? Ich weiß es nicht. Also es ist so, zum Verständnis, wir dürfen natürlich nicht die Fragen nennen, die gekommen sind. Die Fragen bleiben immer für ein Jahr lang gleich. Da sind wir verpflichtet, dass wir das nicht sagen dürfen, zumindest wenn wir in letzter Zeit das gemacht haben. Aber man darf schon natürlich sagen, wie die Prüfung verläuft und wie die aufgebaut ist. Und das ist auch eine sehr gute Frage, wichtige Frage. Bei dem anderen ist ein bisschen anders, bei dem Was, das sage ich dann später noch was dazu. Da ist noch eine zweite Frage, Gottfried, und zwar, sollte man denn jetzt überhaupt die deutschen Sachen ranziehen, wenn das Zertifikat ja noch nicht auf Deutsch abgelegt werden kann? Oder sollte man nicht eher noch nach den englischen Sachen lernen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wir im Kurs, wenn wir jetzt, ich bereite ja Studierende und auch Externe vor auf die Prüfung dann auch, wir verwenden jetzt auch immer den englischen Namen noch, wenn es um irgendwelche Behinderungen geht oder irgendwelche Krankheitsbilder oder so, weil man dann in der Prüfung ja doch das auch wissen muss. Wenn jemand des Englischen sehr gut mächtig ist, kann er gerne alles in Englisch machen. Das ist sicher eine gute Strategie dann. Es gibt halt viele, das merke ich dann auch in der Weiterbildung, die tun sich leichter, was Deutsches zu lesen oder vor allem dann auch den Austausch zu haben in deutscher Sprache miteinander. Und das ist ja auch eine ganz tolle Sache beim Lernen. Und von daher so ein bisschen bilingual wäre so meine Empfehlung. Okay. Jetzt zeige ich noch kurz Teil 2 und Teil 3 und dann kommen wir auch gleich nochmal so ein bisschen auf das andere drumherum. Teil 2, Barrierefreiheit und Universal Design, also da könnte ich auch überlegen, kann man irgendwie übersetzen in universelles Design. Vielleicht sind wir auch noch nicht an allen Stellen so ganz konsistent damit. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr irgendwas findet, im Syllabus Bescheid geben an zertifizierung@iaap-dach.org. Wir bringen dann schon immer mal wieder neue Versionen raus. Nichts ist perfekt, bis es dann wieder das nächste Update gibt. Was sind die Vorteile Barrierefreiheit? Was bedeutet Barrierefreiheit im Web? Da geht es um WCAG, also WCAG-Richtlinien des World Wide Web Konsortiums, aber nur oberflächlich. Also nur auf der Ebene der Prinzipien, POUR, P-O-U-R, kennt ihr vom Englischen, wahrnehmbar, bedienbar, verständlich und robust, und noch die Ebene der Guidelines werden da aufgeführt, aber nicht auf die Erfolgskriterien. Die kommen dann in WAS ganz extensiv in dem anderen Zertifikat. Und man muss natürlich verstehen, wie der Browser zusammenspielt mit assistiver Technologie, also diese ganze Kette der Informationsverarbeitung im Web. Bauliche Barrierefreiheit gibt es da auch einen Abschnitt dazu, und universelles Design. Das sind diese 7 Prinzipien, die es da gibt.
Und Universal Design for Learning, auch für uns in der Lehre sehr interessant an den Hochschulen, weil da gibt es eine schöne Überschneidung zu diesen drei Prinzipien von Universal Design for Learning. Das ergänzt sich gut. Und generell Usability and User Experience, das wäre dann der BA, ihr Thema, da hat sie sicher kein Problem damit gehabt. Und jetzt Teil 3, das ist eben mehr ein bisschen zum Lernen. Was für Normen, Gesetze, Strategien gibt es, um das in Organisationen dann auch durchzuführen? Erstmal die UN-Konventionen zu den Rechten der Menschen mit Behinderungen und dann aber auch regionale Sachen. Da ist ein bisschen, würde ich sagen, Nordamerika-lastig das Ganze. Deswegen haben wir da eben auch dann unseren Annex noch mit hinzugefügt. Und Kategorien von Gesetzen und Regeln, es gibt eben zum Beispiel auch sowas wie das Marrakesch Treaty, also den Marrakesch-Vertrag, der dann diese Copyright-Sache regelt und diese verschiedenen Dinge. Es gibt ja nicht nur die Regeln fürs Web, die man so allgemein immer damit verbindet, sondern da gibt es noch mehr. Und wie man das eben auf anwenden kann, dann auf IKT, also Informations- und Kommunikationstechnologie. Und dann, wie man sowas im Betrieb oder in einer Organisation umsetzt. Und als Zusätze, das knüpft dann eben an Teil 3 an, eben diese deutschsprachigen Länder. Zum einen natürlich die EU-Webseitenrichtlinie oder auch Web Accessibility Directive genannt, WAD. Das wird zwar im offiziellen Teil auch behandelt, aber nur ganz kurz. Und wir möchten eigentlich schon, dass man sich hier ein bisschen auskennt, die Kapitelstruktur von dem Standard dann hier. Aber diese Webseitenrichtlinie wurde ja 2016 eingeführt und das ist jetzt für alle öffentlichen Stellen hier bindend. Der European Accessibility Act, der ja kommt verpflichtend ab 2025 für bestimmte Bereiche in Unternehmen und dann der EN 301549, von dem habe ich gerade schon gesprochen, der eben in Kapitel 9 auch für das Web diese WCAG-Richtlinie übernimmt, aber auch andere Kapitel für Dokumente und Software und generell für alle Arten von IKT anbietet. Und in Deutschland das Behindertengleichstellungsgesetz und BITV 2.0. In Österreich entsprechend das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz und Bundesbehinderteneinstellungsgesetz und das Bundesbehindertengesetz und das Webzugänglichkeitsgesetz. Das waren so diese Abkürzungen hier. Und bei der Schweiz haben wir auch so einen Buchstabensalat, das muss man dann halt kennen. Eines BHIG heißt Behindertengleichstellungsgesetz und dann gibt es noch die Behindertengleichstellungsverordnung. Und dann gibt es noch dieses ECH 0059, das sind auch Barrierefreiheitsstandards, die es da gibt, vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Wie wir das dann einbringen in der Prüfung, diese Zusätze, das müssen wir noch festlegen. Und ich habe mir mal ein bisschen überlegt, was für Zielgruppen gibt es hier. Wir haben das auch schon zusammengetragen. Man kann, also an wen richtet sich dieses Zertifikat? An Beauftragte natürlich, baulich und digital, für Barrierefreiheit, Leute, die in der Entwicklung beteiligt sind, Projektleitung, auch eine Prüfung von Webseiten und auch natürlich mobile Apps und andere Software geprüft wird oder auch Dokumente und so weiter. Qualitätssicherung, Beratung. Bea, welcher Gruppe würdest du dich hier zuordnen? Also ich wäre wahrscheinlich von die Gruppen da wahrscheinlich Beratung. Mhm. Also ich bin bei Ihnen gerade eigentlich, wie gesagt, als UX-Designerin mit Hintergrund als Entwicklerin und in eine fachliche Leitungsstelle eingestellt worden. Daher konnte auch Entwicklung oder Projektleitung auf Fachebene auch gut passen. Mhm. Also du machst jetzt nicht Design so viel selber, sondern du machst mehr Koordination dieser ganzen Tätigkeiten oder auch noch selber? Jein. Also ich mache auch selber UX-Design und ein bisschen Forschung auch, ja. Hat es dir was gebracht so im Rückblick, diese CPAC-Zertifizierung für diese Aufgabe, die du jetzt machst?
Ja, vor allem hat die Firma was gebracht, weil wir hatten ein paar Pitches und dann war anscheinend sehr wichtig das Thema Barrierefreiheit. Und zu sagen, dass jemand zertifiziert hat, hat auch was gebracht. Okay. Aber im Großen und Ganzen waren das, glaube ich, schon Dinge, die du auch vorher schon kanntest, oder? Ich meine, du bist ja schon lange in dem Feld tätig. Genau, ja, ich habe meine erste Barrierefreiheit-Titel habe ich von 2000 etwas. Mhm. Ja. Okay. Ja. Also es hat geholfen auf jeden Fall auch zu erfrischen, die Sachen mehr, die vielleicht ganz weit weg im Hinterkopf waren, ein bisschen nach vorne zu bringen. Und man kann sich manchmal ein bisschen auch sicherer fühlen, wenn man in manche Diskussionen reintritt, weil es ist ja, ich habe das jetzt frisch wieder. Genau. Und es ist einfach so, dieses CPAC ist das die Grundlage. Das heißt, für alle Leute würde ich das empfehlen, auch wenn man technisch nicht aktiv ist in dem Bereich, wenn man nur Anführungszeichen andere anweist, das umzusetzen, dann braucht man eben auch schon den Überblick und das ist schon auch das CPAC, was einem da weiterhilft. Ja, es kann auf jeden Fall hilfreich sein. Wir haben dann zum Beispiel von meiner Kollegin, eine von den SVB, die Schwerbehindertenbeauftragte, ist jetzt extrem interessiert und macht jetzt die ganze Schulungen, damit er den Prüfen auch sitzen darf. Und er arbeitet auch im Betriebsrat und hat eine Ausbildung, die mit Jura zu tun hat, also nicht mit Entwicklung oder Design oder Projektmanagement überhaupt. Mhm. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig für Entwickler und Designer, mehr über Beeinträchtigungen Bescheid zu wissen und in welche anderen Themen auch außer Code, Farbe oder Wireframes die Barrierefreiheit, die Benutzererlebnis beeinflussen kann. Da war bei uns, also manchmal kommen viele Fragen wegen beziehungsweise Barrierefreiheit, wo man, wenn man nur an eine bestimmte Beeinträchtigungen denkt und die alle andere vergisst, man kann viele Probleme von den anderen Beeinträchtigungen beeinflussen. So, es ist gut, auch einen Überblick zu haben für jeder. Und auch zum Beispiel in der akademischen Welt, eventuell Medienwissenschaftler oder Medieninformatiker, die Lehrer und Professoren konnten das Zertifikat auch machen, damit sie Studierenden besser unterstützen können. Also es ist ganz offen, glaube ich. Ja, es gibt gerade eine Frage, wie viel Zeit du für die Vorbereitung gebraucht hast. Die sind alle sehr Leidenschaft. Wir haben die Frage später vorbereitet. Sollte ich schon losgehen, Gottfried, oder warten wir? So, ja, das ist in meinem Fall ist eine lustige Geschichte. So, ich habe mich eigentlich für das CPAC nur relativ ganz wenig vorbereitet. Ich habe ungefähr einen halben Tag die Sachen durchgelesen und beziehungsweise ich habe mich durchgegoogelt. Wegen des Lockdowns, der Arbeit und meinem kleinen Kind zu Hause hatte ich nicht so viel Zeit, sehr in die Tiefe zu gehen. Und ich habe mich zuerst auf einen Kurs konzentriert, so diese DQ-Kurse Vorbereitung für das Was, also Web Accessibility Spezialist-Zertifikat. Und ich dachte zuerst, CPAC wäre wie eine Basisstufe und WAS wäre die Erweiterungen. So, ich habe mich auf den Großteil konzentriert und die andere quasi ein bisschen vergessen. Und weil die UX-Zertifizierung war genauso, man musste den Button machen und danach eine andere. Und am letzten Tag vor der Prüfung, quasi morgens, und ich hatte die Prüfung nachmittags, ich hatte CPAC am Samstag und WAS hatte ich am Sonntag. Und ich habe den Syllabus für CPAC nochmal gelesen, aus Zufall, und ich habe ein bisschen kleines Schock bekommen. So, ich habe mich dann noch so gut wie möglich vorbereitet. Am Ende war es ganz entspannt. Nach fast 2 Monate Wartezeit und Zweifeln habe ich dann doch beide Zertifizierungen mit above standard, also über Durchschnitt, geschafft. Also beide mit der gleichen Note, auch wenn ich mich nur vorhin vorbereitet hatte. Und damit habe ich auch den Certified Professional in Web Accessibility bekommen. Also wenn man die 2 Zertifizierungen hat, bekommt man eine 3. als Experte. Also bitte nicht missverstehen, Bea war schon lange Expertin in dem Bereich. So einen halben Tag lernen würde ich jetzt nicht für alle empfehlen. Da muss man schon viel Vorwissen mitbringen. Aber es ist machbar, es zeigt sich. Ja, es ist machbar. Super. Toll. Ich habe gerade schon die Folie jetzt aufgerufen, du hast ja DQ University genannt. Das sind also Kurse, die kann man buchen gegen geringes Entgelt und hat dann ein Jahr lang Zugriff darauf. Habe ich auch mitgearbeitet, muss ich sagen, in meiner Vorbereitung. Es gibt noch
Andere Angebote, die von IAAP Global empfohlen werden, zum einen machen die immer Webinare und da gibt es Bundles, die man sich erwerben kann oder wenn man Mitglied ist, kostenlos anschauen kann. Funka, die sind eine Firma in Stockholm, die in Europa viel machen, die bieten es in Englisch, Schwedisch und Norwegisch an, Kurse, und dann gibt es noch hier Carlos in Spanisch. Ihr könnt das alles nachlesen in der Quelle da unten. Ich nehme an, ich weiß nicht, Bea, was du sonst noch verwendet hast, aber der Filterkurs selber ist ja schon auch relativ umfangreich, gell? Ja, es kam auch die Frage, ob es sich lohnt, auf Deutsch zu vorbereiten. Also ich hätte mich auch hier auf Spanisch vorbereiten können. Mir war eigentlich einfacher, auf Englisch zu machen, weil manchmal mit Übersetzungen gibt es Reibung und ich arbeite mehr auf Englisch als auf Spanisch. So, das war für mich einfacher. Ja, vor allem, weil die Fragen nachher Englisch sind. Man muss dazu sagen, das sind jetzt die offiziellen Trainings, die von IAAP Global offiziell empfohlen werden. Da muss man sich zertifizieren lassen, wenn man das praktisch als sich empfehlen lassen möchte. Deswegen gibt es da nur so wenig. Es gibt natürlich viel mehr darüber hinaus, viel mehr Kurse und Angebote. Im Deutschen sind wir erst dabei, das so ein bisschen aufzubauen. IAAP DACH wird eigentlich selber voraussichtlich keine Kurse veranstalten, sondern wird einfach das den Mitgliedern und anderen überlassen, hier die Kurse aufzubauen. Und da darf auch gerne ein bisschen Konkurrenz sein. Und wir haben ein ganz weites Feld, da gibt es ganz viel zu tun. Einen solchen Kurs, den wir jetzt auch schon mehrfach ausgeführt haben an der Hochschule der Medien, ist bei uns im Weiterbildungszentrum angesiedelt. Mit 10 Einheiten, den haben wir jetzt nochmal neu ausgerichtet, dass er wirklich passt auf CPAC. Und das kann man in 10 Wochen machen. Es geht am Anfang eine Videokonferenz. Normalerweise wäre das ein Workshop, wo man zusammen ist und am Ende nochmal. Und dazwischen gibt es Videokonferenzen zur Besprechung der Dinge, die man gelesen hat, angeschaut hat, die Aufgaben, die man bearbeitet hat. Also es ist so ein bisschen ein Angebot zu sagen, hey, es gibt viel Online-Material, aber wir lesen das gemeinsam, reden darüber gemeinsam, machen Aufgaben gemeinsam, sodass der Lerneffekt dann vielleicht auch ein bisschen tiefer ist und dass für Leute, die da frisch sind in dem ganzen Gebiet, man so ein bisschen an der Hand genommen wird. Es gibt dazu auch eine Webseite, das läuft hier von der HDM, Weiterbildungszentrum. Das Ganze heißt Kontaktstudium, Weiterbildungsangebot, Digital Innovation. Und da gibt es verschiedene Kurse. Im Moment ist der Kurs Grundlagen der digitalen Barrierefreiheit jetzt ausgeschrieben. Das ist der CPAC-Grundlagen lehrt. Hier steht jetzt eine Klammer, Accessibility Core Competencies. Und in der Beschreibung seht ihr, dass es für CPAC ist. Und da gibt es dann auch die Module, also die Termine des Moduls, stehen schon fest und man kann sich sogar schon anmelden, wenn man möchte, hier jetzt. Man beginnt am 26.03. ist der erste Kick-Off-Tag und der letzte ist dann am 18. Juni. Und darauf folgt dann mit ein bisschen Überlappung auch ein Kurs für WAS, für den Web Accessibility Specialist, das werde ich nachher gleich zeigen. Dann gibt es auch noch vom DVBS, zum Deutschen Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf e.V. Kurse, die jetzt aber noch in der Planungsphase sind. Und da kann man sich gern an Ursula Weber richten, weber@dvbs-online.de, wenn man da Fragen dazu hat oder sich anmelden möchte. Bea, du hast jetzt alles alleine vorbereitet und gemacht. Ist es gut gegangen oder was würdest du Leuten gegebenenfalls empfehlen, die vielleicht eher neu sind oder Experten? Wie geht man am besten vor? Also für mich selber, ich glaube, sich auf ein strukturiertes Programm eines professionellen Anbieters zu verlassen, gibt einem viele Ruhe. Bei mir auch, wenn ich, keine Ahnung, ich arbeite schon mit Barrierefreiheit im Hintergrund seit 20 Jahren, aber es geht eher um die Ruhe, für mich war wichtig. Und ich glaube, die Ruhe sind so, vor allem in dieser Art von Prüfungen, bei Multiple Choice und so, es kann sehr entscheidend sein. Mhm. Es ist manchmal nicht, was du weißt, sondern wie du den Prüfung machst. Und manchmal gibt's, hilft das strukturierte Programm, die eigene Kenntnisse zu ordnen oder auch sich an ein Prüfungsformat zu gewöhnen.
falls jemand wenig Zeit zur Vorbereitung hat, aber schon, wie gesagt, vorher viel Erfahrung mit den Themen, kann ich auch empfehlen, einfach machen, weil wenn man schon Erfahrung hat und viel Sicht vielleicht in der Karriere damit beschäftigt hat, die Chancen sind groß, dass man das auch so schaffen kann. Super, dass du uns so ermutigst. Genau. Ja, genau. Also wie gesagt, mir hat es Ruhe gegeben. Ich glaube, mit den was wegen, also das war in meine private Zeit. Ich habe viele Monate da, Stunde hier, Stunde da mitgemacht. Und ich war sehr, sehr sicher mit den was. Mit den CPAC war ich extrem nervös, weil ich nur so knapp gemacht habe. So diese Ruhe, manchmal lohnt sich das Geld. Also der WAS ist der Web Accessibility Specialist, das ist das andere Zertifikat und das ist sehr viel technischer. Ja. Also, das kommt gleich noch und für technische Leute ist das die einfachere Prüfung, so ging mir es auch. Ja. Genau. Aber bei CPAC muss man mehr lernen, so ein bisschen diese ganzen Hintergründe und so kennen. Ja. Genau, die DQ-Vorbereitungskurs ist auf 4,5 Stunden geschätzt. Aber bei mir hätte das wahrscheinlich so 10 Stunden, wären das 10 Stunden gewesen. Weil manche Richtlinien, Themen auch auf Englisch, man muss das zweimal lesen und das Kurzformat, meiner Erfahrung nach, es ist sehr umfangreich und ein bisschen langweilig präsentiert wird, auch wenn das Thema ich selbst interessant finde. So, wie gesagt, es spielt auch natürlich eine große Rolle, wie viel Erfahrung und wie viel verfügbare Zeit man hat. Und ob man das in der Arbeitszeit macht oder in der Freizeit, ist es schwer, genauso einzuschätzen, weil jeder Mensch ist anders. Also da haben wir schon drüber geredet, was ich jetzt hier auf der Folie habe, 100 Multiple-Choice-Fragen, Zeitlimit 120 Minuten. Man kann beantragen, 16 Minuten Verlängerung zu kriegen, wenn man Englisch nur als Fremdsprache hat. Dann, am Schluss hat man 200 bis 800 Punkte. Warum das bei 200 anfängt, weiß ich nicht. Ab 600 ist bestanden, also Bea war da weit drüber. Und das Ganze kostet $485. Wenn man Mitglied ist, kriegt man es für $100 weniger. Man kann eine Wiederholungsprüfung machen, wenn man durchgefallen ist, muss dann aber nochmal einen Teil zahlen. Und ganz wichtig, man muss dieses Zertifikat alle 3 Jahre erneuern. Da muss ich jetzt dann dran gehen. Man muss nämlich irgendwelche Kurse, also man kann sich selber praktisch aussuchen, wie man sich fortbildet und kann das dann einreichen und es muss dann eben entsprechend Punkte angesammelt werden. Ihr kriegt ja die Folien dann, die sind sogar jetzt schon im Web und könnt es dann auch diese Links verfolgen, die ich jetzt nicht dargestellt habe, sondern die hinter dem Text stehen. Bea, du hast die Prüfung online gemacht, gell? Für dich alleine, oder? Genau, ich hatte es vor, eigentlich in einem Kölner Kriteriencenter zu machen, aber am Ende habe ich das zu Hause gemacht auf meinem Firmen-Mac-Laptop. Also mit macOS und trotz Sicherheitseinstellungen des Arbeitslaptops hatte ich kein Problem. Das einzige Stress, sogar Panik, kam daher, dass meine Brille mitten während der Prüfung die Kontrollsoftware irgendwie durcheinander gebracht haben. Und ich musste warten, bis jemand sich im Chat darum kümmert. Diese Spyware, die ist installiert und die beobachtet dich und hat die gemeint, da wäre jetzt eine zweite Person dabei oder so. Ich weiß nicht, was das war. Ich glaube, es war eine Spiegelung von der Brille oder ich habe mich keine Ahnung, was das war, weil ich war ganz alleine im Zimmer, also es gab keine andere komische Sachen dazu. Aber ich musste warten, bis jemand kommt. Und ich war mir nicht sicher, ob diese Zeit einfach verloren war. Oder wie das war, so diese Angst, dass ich jetzt gerade in der, keine Ahnung, wenn das 10, 20 Minuten waren, dass man später diese Zeit nicht mehr hat, weil ich war relativ am Anfang und dann wird man nervös. Und also ja, die Wartezeit haben sich am Ende des Testzeitraums wieder hinzugefügt, zum Glück. Dann war ich ein bisschen so, wow. Aber da ich sehr nervös war, hat es sich bestimmt viel länger angefühlt, als es wirklich war. Man muss dazu sagen, dass das normalerweise nur eine Sondergenehmigung möglich ist, was Bea gemacht hat, aber zurzeit ist alles besonders in Corona-Zeiten und da kann man tatsächlich auch daheim Prüfungen machen, typischerweise aber unter Beaufsichtigung einer Person, die dann auch was unterschreiben muss. Ein Freiwilliger, genau. Also ich bin zum Beispiel ein Kollege von mir, er ist blind und er will das jetzt machen und er hat mich, weil ich zertifiziert bin, kann ich ihm unterstützen bei der Prüfung, falls er technische Probleme oder etwas hat. Ich glaube, für blinde Menschen kommt das häufiger vor, auch ohne Corona, wenn man Unterstützung braucht. Das zeigt auch meine nächste Folie. Erstmal gibt es nur englischsprachige Prüfungen. Es gibt manchmal auch spezielle Events.
Ich möchte das auch bei uns in der Hochschule dann anbieten, wenn die Kurse eben dann auch bei uns zu Ende gehen, wenn die Leute dann vorbereitet sind. Wir wollen aber eben auch den Prüfungskatalog übersetzen ins Deutsche. Das dauert aber eine Weile, das muss auch zertifiziert werden und dann wollen wir ungefähr im Herbst, wenn es gut geht, deutschsprachige Prüfungen anbieten. Man muss dazu wissen, wir sind die allerersten, die diesen Prüfungskatalog oder den Katalog der Prüfungsfragen aus dem Englischen übersetzen. Bisher gibt es nur eine englische Prüfung bei IAAP und deswegen kann es auch sein, dass da noch ein paar Stolpersteine geben wird. Registrieren muss man sich auf jeden Fall bei IAAP Global für die Prüfung und die machen dann das ganze logistische und teilen dann dementsprechend ein Testcenter mit, wer sich angemeldet hat. Ja, damit bin ich auch am Ende. Ja, mit dem Aufruf, wer Lust hat, da mitzumachen im Arbeitskreis Prüfungen, gerne meldet euch einfach bei zertifizierung@iaap-dach.org. Ja, vielen Dank euch beiden. Es sind jetzt noch einige Fragen mehr im Chat aufgekommen. Keine Angst, die gehen nicht verloren. Wir sichern im Nachgang auch den Chatverlauf. Und ich stelle das natürlich dann auch Gottfried und Bea noch zur Verfügung, sodass sie die Möglichkeit haben, da gegebenenfalls auch noch zu reagieren. Aber wir haben natürlich auch noch den zweiten Teil und auch dort noch die Möglichkeit, Fragen zu beantworten. Das heißt, wir machen jetzt eine kurze Pause und sehen uns 16 Uhr wieder und steigen dann ein in den zweiten Teil Web Accessibility Specialist oder kurz WAS. Und ja, danke Bea, dass du dabei warst. Vielleicht bleibst du ja auch im Call noch drin. Danke. Bis gleich.